Das Leben von Roland Walter erscheint alles andere als einfach. Er selbst sieht das mitunter ganz anders. Manchmal begreift er sogar seine Behinderung als Segen. Die Menschen nennen mich behindert und sie haben recht, das bin ich auch. Gott nennt mich seine gute Schöpfung und er hat recht, das bin ich auch. Die Menschen nennen mein Leben kostspielig und sie haben recht, das ist es auch. Gott sagt, mein Leben ist wertvoll und er hat recht, das ist es auch. Die Menschen nennen mich unproduktiv und sie haben recht, das bin ich auch. Gott sagt, ich bin ein Brückenbauer zwischen Behinderten und Nichtbehinderten. Und er hat recht, das bin ich auch. Die Menschen nennen mein Aussehen abstoßend. Und sie haben recht, das ist es auch. Gott sagt, mein Lachen ist schön. Und er hat recht, das ist es auch. Das hat Roland Walter über sich selbst geschrieben. Er ist ein gläubiger Mensch, vertraut auf die Hilfe von Jesus. Glaube hilft mir Halt ohne Türen und kein Schwierigkeit. Doch das gelingt ihm nicht immer. Es gibt Tage, da klagt er seinen Schöpfer an. Gut, ein Jahr warum hast du mich so behindert gemacht? Mir hilft am besten. Und wenn das passiert, schöpft auch der fröhliche Roland Walter wieder Lebensmut. Und dann ist er auch wieder unterwegs in eigener Mission. Er will für seine Mitmenschen ein Segen sein. Ein sehr beeindruckender Film. Und ja, ich bin also noch so ein bisschen gefangen, auch in dem, was wir da gesehen haben. Auch das, was Sie aufgeschrieben haben über sich, diese zwei Seiten. Sie werden im Film auch als gläubiger Mensch dargestellt. Wie sind Sie so gläubig geworden oder wer hat Sie darauf aufmerksam gemacht? Wie ist das passiert? Ich bin ein Geschieden im christlichen Elternhaus, ja? Nein, Kinderheim. In einem christlichen Kinderheim, okay. Und später bin ich gut ein Lebenskrieger. Komm, ja, ich
siehst schon. Durch eine? So eine Lebenskrise. Durch eine Lebenskrise sind Sie dann zum Glauben gekommen. Ja. Also das klang ja schon im Film so ein Stück an, auch, dass Sie mitunter auch mit Ihrem Leben, mit Ihrem Schicksal hadern oder auch mit Gott hadern und fragen, warum hast du mich so behindert gemacht? Ja. Ich will Sie nochmal zitieren. Es heißt hier, dass Sie auf der einen Seite ja behindert sind, auf der anderen Gottes Geschöpf. Wenn Sie so mit Gott hadern, bekommen Sie da auch eine Antwort? Warum sind Sie so behindert? Ja, Gott hat ja Behinderte nie gewollt, aber er hat sie schon gelassen. Gott hat Behinderte nicht gewollt, aber er hat es zugelassen. Er hat die Schuhe gelassen, um einen Mann zu zeigen, dass nicht alle Schlosser sind, Leben. Ich möchte ganz gerne nochmal auf Ihr Bild aus Ihrem Text zurückkommen mit dem Geschöpf und Schöpfung Gottes. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, heißt es da auch in der Bibel, und siehe, es war gut, sagt Gott, nachdem er die Erde und die Menschen erschaffen hatte. Können Sie das für sich auch sagen, für Ihr Leben? Oder anders gefragt, was macht Ihr Leben wertvoll? Gott mich so geschaffen hat, für er mich in dieser Welt gebrauchen will. Und also, dass Gott Sie so geschaffen hat, wie er es getan hat, und dass er Sie in dieser Welt gebrauchen will, als was? Wie will er Sie gebrauchen? Indem er einfach einen Mann Freude bereitet und indem er einfach so einen Mann Scheide, dass ich nicht auf der Häuser einkommt. Wie bereiten Sie anderen Menschen Freude? Dass ich den Unterschied kann auf den Mann ein. Nennen Sie mir doch mal ein Beispiel. Der eine braucht vielleicht ein gutes Wort. Der andere braucht vielleicht mal ein Marmor. Ich bin auf Der eine braucht einen guten Freund, der andere meine Umarmung, also oftmals Kleinigkeiten, ja, die das also auch ausmachen und wo Sie auch etwas geben können. Ja. Wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten gern ein Segen für andere sein, wie kann dieser Segen aussehen oder was bedeutet das konkret? In dem für ein Jahr, bin und in dem ich durch die Welt eile, um einen zu erzählen, worum ich im Leben einkomme.